Der Pass kommt. Und nicht an, Ball im Außen, Einwurf. Herzlichen Schluss für ihn, war nicht sein Tag heute, muss man so sagen. Ja, er hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gefunden, insofern war dieser Wechsel absehbar. Sie holen sich den Ball. Way. Di Maria. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ganz souverän hier vom Torhüter. Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold. Liverpooler Platz. Flagge kommt ganz weit. Gehalten von Navas, noch gefährlich. Super dazwischen gegangen. Wijnaldum. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Ecke kommt in den 16er. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Vorteil für Paris Saint-Germain. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Icardi. Energische Aktion von Fabinho. Fair. Jetzt ist der Platz da. Mané. War das eng. Das Gestänge. Toller Pass. Klasse gespielt. Alisson hält. Bald ist noch im Spiel. Riesenchance Mbappé. Ein fantastischer Treffer. Kein Tor. Auf Abseits entschieden. Gut gesehen. Richtige Entscheidung. Also das war natürlich eine tolle Parade. Da musst du erstmal rankommen. Und Firmino. Wijnaldum. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Mohamed Salah. Ja, könnte was werden. Firmino jetzt, Riesenchance. Ball kommt aufs leere Tor. Und da haben wir es, das Tor. Der Abschuss, natürlich klasse, aber die Vorbereitung, die hatte es in sich. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr, also... Den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Also machen Sie es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. 2-1, hier ist noch alles drin. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Das könnte was werden. Mohamed Salah. Gue geht dazwischen. Ja, vielversprechende Aktion. Icardi. Ballverlust PSG. Sie unterstützen gut. Firmino. Roberto Firmino. Glanzparade gehalten. Ecke in den Strafraum. Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. Roberto Firmino. Jetzt wird's gefährlich. Mbappé. Das sieht durchaus viel für... Ah, oh, da wäre jetzt Platz. PSG verliert den Ball. Mohamed Salah. In den freien Raum. Mané. Vielleicht der Ausgleich. Navas mit der Parade. Ball noch im Spiel. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken dürfen. Jetzt Firmino. Mohamed Salah. Schön vor. Die Chance. Den Ball erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. So, Ecke kommt.
Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Liverpool hat natürlich, wenn wir uns die letzten 10, 15 Minuten anschauen, alles im Griff, was den Ballbesitz angeht. Und auch gute Chancen. Das könnte die Gelegenheit geben. Sie machen das Tor. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind mal richtig gut zurückgekommen in diesem Spiel. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Icardi ist das. Mbappé. Da schießt er. Eine starke Parade. Di Maria bringt den Ball rein. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Mané. Sadio Mané. Geht nach innen. Jetzt kann da was entstehen. Ball ist unterwegs. Gut abgeblockt. Und jetzt Verratti. Gueye. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Klasse Aktion. Ball ist weg. Bernat. Wird das eine Torchance? Zur Pause ist hier noch kein wirklicher Vorteil. PSG hat Anstoß und damit machen wir hier weiter mit der zweiten Hälfte. Robertson. Freistoß für Paris. Verratti. Ballverlust PSG. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Weiter Ball geht zu Di Maria. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Gueye. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Vorteil für Paris Saint-Germain. Er gibt das Foul und Freistoß. Marco Verratti mit dem Ballverlust. Wie siehst du den heutigen Auftritt von Sadio Mané bislang? Guter Auftritt, würde ich sagen. Ein Tor gemacht, einmal war es ganz knapp. Ich glaube, wenn er so weiterspielt, macht er noch eine zweite Bude. Bernat. Verratti. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Mané. Toller Pass. Kann er was draus machen? Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Gueye. Jetzt Verratti. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Neymar. Mauro Icardi. Ganz lang macht er sich da gehalten. Ecke Di Maria. Da können sie klären. Bernat. Es gibt Freistoß für PSG. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Die Vorwärtsbewegung könnte die Führung werden. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Mohamed Salah. Jetzt ist er durch. Die Chance. Das ist gut verteidigt. Mbappé. Icardi. Kylian Mbappé-Lotin. Gut durchgesetzt.
Mbappé! Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Liverpooler Platz. Er passt auf. Roberto Firmino. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Ronaldo. Gute Aktion jetzt. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Robertson. Liverpooler Platz. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Jetzt können sie vielleicht kontern. Szene immer noch gefährlich. Die Chance zur Führung. Alisson hält. Bald ist noch im Spiel. Roberto Firmino. Die Liverpool-Fans glauben hier weiter an den späten Sieg. Ja, könnte was werden. Salah, die Chance jetzt. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Ein wahnsinnig enges Spiel hier. Chancen auf beiden Seiten. Klasse, dicke Chancen. Immer wieder Gefahr vor den Toren. Das ist ein Spiel, das keinen enttäuscht. Marco Verratti. Verratti, klasse Aktion. Klasse gespielt, guter Steilpass. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Riesenchance Mbappé. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Und hier der Treffer von Paris Saint-Germain noch einmal. Und den Assist, den wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Super, wie er da das Auge für den Mitspieler hat. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet, der Treffer. PSG verliert den Ball. Jordan Henderson. Gefährlich! Könnte der Ausgleich werden. Gut gemacht, der Ball ist erstmal raus. Es gibt noch mal den Eckball. Vielleicht bekommen sie die Chance. Ecke kommt in die Mitte. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. 6 Minuten sind noch zu gehen. Knapper Vorsprung, kurz vor Spielende. Buschi, deine Einschätzung, was können wir von diesen letzten Schlussminuten erwarten? PSG verteidigt. Oh, viel Platz jetzt. Der muss passen. Und da ist der Treffer für Paris Saint-Germain. Das Tor nimmt er gerne mit. Alles offen. Ich glaube, den kann er gar nicht mehr verschießen. Er wäre zumindest schwierig geworden, aber er hat die Chance, die auch einfach zu machen. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Und direkt zurückgespielt. Mané. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Sie sind ganz dicht vor dem Comeback in dieser Partie. Und damit hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet. Das Unentschieden ist greifbar. Kein Spiel für die Torhüter heute. Defensiv stehen beide Teams nicht gut. Und in der Folge sehen wir hier 4 Tore. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Jetzt Firmino. Mohamed Salah. Liverpool macht Druck, kurz vor Ende. Der Ausgleich soll her. Vielleicht der Ausgleich. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Könnte die Chance sein, dort noch auszugleichen. Diese Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Jetzt pfeift er die Partie ab. Das war's. Klasse.